aufgebaut, dass es eine weiße Stellwand jeweils gibt und ein Autor oder eine Autorin haben einen Text verfasst zu einem Objekt. Zeig mal kurz hinter Axel Schieler. Hier sehen wir ein Objekt in einer Vitrine. Diese Objekte in der Ausstellung kommen aus maritimen Archiven in der Region und die haben alle den Fundort Weserregion ungefähr gemeinsam. Die Autorinnen wurden gebeten, dazu eine Vermutung aufzuschreiben auf den Stellwänden. Und dazu wurden auch Wissenschaftlerinnen aus der Region eingeladen und mit denen wurden Interviews geführt zu diesen Objekten. Die kann man sich normalerweise in diesen Audioschirmen anhören. Die sind jetzt natürlich alle ausgeschaltet. Aber heute Abend in dieser Lesereihe soll es um diese Kasserole gehen, da hinten. Wir freuen uns sehr, dass Moritz Rinke heute Abend da ist als Literat. Der Bischof ist da von der Landesarchäologie in Bremen und das Ganze findet statt in Kooperation mit dem Logbuch in Bremen und da ist Axel Schieler heute als Moderation dabei und der übernimmt jetzt einfach mal. Ja, moin. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ihr da seid. Ja, nur mal kurz ein paar Worte zu den beiden Kollegen an der Seite. Moritz Rinke ist 67 in Hofswede geboren, echter Norddeutscher. Heißt gekrönte Geschichten veröffentlicht und viele Theaterstücke. 2010 hast du Der Mann, damit das herunterfiel, welchen Bestseller veröffentlicht, auf den wir heute auch was hören werden. Dein neues Buch ist letztes Jahr erschienen. Der längste Tag im Leben des Pedro Fernández Garcia. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und genau, du bist, ich glaube, du bist noch offizieller Botschafter des SV Werder Bremens und schreibst du wirklich Kolumne im Weser. Hat das Wichtige genannt. Alles andere werden wir gleich noch ergänzen. Dann haben wir Dieter Bischoff. Dieter Bischoff ist, hatte ich vorhin gehört, seit 1995 in Bremen und seit 98 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bremer Landesarchäologie. Ja, und beschäftigt sich eigentlich täglich oder fast täglich mit Grabungen in Bremen und Bremerhaven. Du publizierst zu dem Thema und hast auch promoviert zu dem Thema. Sein Fachgebiet ist auch römische Kaiserzeit, wenn ich das richtig sehe. Hast irgendwie einige sehr wichtige Funde in Bremen ja, selbst gefunden und dokumentiert. Da werden wir heute nochmal drüber sprechen. Auch ganz spannend, neue Sachen auch jetzt in Bremen bei den Arkaden, die Bremen kennen. Und du publizierst regelmäßig. Und ja, das Objekt, die Begierde, steht neben mir. Ja, vielleicht kannst du gleich mal kurz vorstellen, was wir hier sehen. Also, es ist zwar nur die Kopie, aber trotzdem ist es ein ganz besonderes Stück, was Bremer Geschichte sozusagen beleuchtet. Es ist eben eine Kasserole, ein Schöpfgefäß eigentlich, was von den Römern genutzt wurde, was aus Süditalien stammt, also Capua, eine uralte italische Stadt, der Antike bekannt war für die besonderen Bronzearbeiten, war schon ein Luxusgefäß, was nach hier gekommen ist, offensichtlich und hier in der Weser gefunden wurde. Es ist 1885 entdeckt worden bei der Weserkollektion, als die Weser eben in einen tieferen Flusslauf gebracht wurde und auch von Schiffern sozusagen entdeckt worden. Ursprünglich soll das Gefäß mit Silbermünzen gefüllt gewesen sein, deswegen habe ich da nochmal einen Münzschatz sozusagen mit angedeutet. Seinerzeit haben die Finder, sonst zwei da irgendwie rausgefischt, das Gefäß, was mit einem Blech, Silberblech anscheinend, übermantelt war, dann aufgemacht und die ganzen Silbermünzen gefunden. Die Münzen hat anscheinend der eine der Finder bekommen, das Gefäß der andere, der fand das anscheinend so faszinierend. Die Münzen sind leider nicht mehr erhalten, das ist deswegen ein anderer Schatzfund, aber es quoll anscheinend daraus hervor. Aber wir wissen schon, aufgrund der Form und auch einer Inschrift darauf, nicht nur wem es gehört hat, sondern auch aus welcher Zeit das eben ist. Die Inschrift kann man eigentlich nur sehen, wenn man drunter guckt, die können wir jetzt nicht so leicht, aber die ist in der Zeichnung da zu sehen. Da steht nämlich Q.Lucy und dann Tertius. Und das ist der ursprüngliche Besitzer von dem Ding. Weil die Römer, das war so wertvoll, dass da jeder wirklich seinen Namen drunter geschrieben hat. Quintus Lucius Tertius, dem gehörte das. Das wissen wir in der Archäologie fast nie. Die wenigsten unserer Vorfahren oder auch der Römer haben eben ihren Karl Gustav drunter gesetzt unter das, was ihm gehörte. Und das ist wenigstens bekannt, wem es gehört hat. Aber wie es nach hier gekommen ist, ist
nie so richtig geklärt, aber es gibt eben, und damit geben sich Archäologen dann auch natürlich teilweise nicht in die Fiktion, aber schon in die Theorien, die man widerlegen kann, aber wo man dann für Indizien danach suchen kann. Und da gibt es eben einiges. Das will ich nachher mal ganz kurz erklären oder aufzählen, welche Möglichkeiten es gibt, wie dieses Stück so 1000 Kilometer entfernt bis in die bremische Weser gekommen ist. Das Spannende ist dann auch die Fundgeschichte noch weiterhin. Also das ist dann beim Einfinder geblieben, bei dem Schiffer. Und seine Frau hat das dann noch einige Jahrzehnte zum Einkochen von Obst genutzt. War also damals wie heute noch voll funktionsfähig. Deswegen ist es auch so eigentlich nur relativ glänzend und nicht weiter so korrigiert, mit oxidiert eigentlich erst grün angelaufen. Wenn wir sowas finden würden auf Bremer Erde, dann wäre das Ding total grün angelaufen. Aber so ist es dann immer noch ganz wie neu geblieben. Das Ding ist eigentlich nach typisch archäologischer Terminologie benannt, nämlich Schwanenkopfbügelkasserole, weil der Griff, der noch hat, ist eben mit zwei Schwanenköpfen eben verziert und also man weiß gar nicht, ob es Schwäne wirklich sein sollen, aber sie haben so schon geschwungene Köpfe hier. Also hier sahen sie auch eher aus wie Entenschnäbel, aber das sind die beiden Stücke, die sich da gegenüberstehen und das ist eindeutig auch für die Datierung. Das gehört nämlich in die Zeit kurz vor Christi Geburt bis vielleicht 20, 30 nach Christus, also in die augusteische, tiberische Zeit, Tiberius, also der Kaiser, unter dem Jesus Christus gekreuzigt wurde und Augustus, wo er geboren wurde, sozusagen. Wir befinden uns in der Zeitenwende und hier sieht man eben eingepunzt die Inschrift nochmal von Quintus Lucius Tertius auf der Rückseite. Wir wissen, dass besonders römische Offiziere gerne dass ihr eigenes Geschirr aus Silber, große Kratere, das sind diese großen Weinmischgefäße, mitgeschleppt haben auf die Feldzüge in ihre Kasernen nicht, sondern in die großen Kohortenlager mitgeschleppt haben und dann auch natürlich für den Transport sicher drauf geschrieben haben, wem es denn eigentlich gehört, wem das Gefäß gehört. Und das war dann der Passus, weshalb auch vermutet wurde, das mag einem Soldaten gehört haben, aber einem ganz hohen Soldaten, nicht gerade Varus, aber einem Offizier. Und das ist eine Vermutung und dazu will ich nachher nochmal kommen, aber das reicht doch jetzt erstmal. Ja, super, vielen Dank. Wir haben ja hier so eine Kombination aus Wissenschaft und Literatur und Moritz, du hast einen schönen Text dazu geschrieben und ja einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Magst du den vielleicht mal einfach mal vortragen? Ja, ich habe mich gerade, als Sie sprachen, gefragt, wenn diese Frau, dieses, ich glaube, es war ein Baggerfahrer, in meiner Geschichte ist es ein Baggerfahrer. Ja, Schiffer, ja, immer so ein. Und also Baggerfahrer, oder er hat, glaube ich, sein Hauptberuf war Schmied und mit diesem Freund hat er irgendwie diese Baggerarbeit gemacht. Warum die also die Frau so irgendwie 30 Jahre da Marmelade gekocht hat und wir uns mit dieser Kopie hier begnügen müssen. Wo ist eigentlich das Original? Das Original ist in Bremen im Foppenmuseum und die rücken das dann auch nicht so leicht raus, weil es hier ja eben auf mehrere Wanderschaften gehen und das ist wirklich so wertvoll, dass das leider. Ja. War das denn damals, als wir diese, wir haben das schon mal gemacht, so ein bisschen in Bremen? War das Original oder hatten wir da auch noch? Nee, war auch das selbe Stück. Ja, ist auch interessant, das Ding ist dann komischerweise nach Hamburg gegangen, die großen Schwester, sagen wir mal. Und ist dort lange in der im Bahnhofsmuseum dann ausgestellt gewesen und ist dann erst vor 40 Jahren ist das nach Bremen gekommen im Austausch halt, weil das eben ein Bremer Stück ist, aber das musste dann auch ausgelöst werden sozusagen. Und das ist dann da und wird so wie so ein kleines Heiligtum dann eben da gehandelt. Ich hatte mal eine Veranstaltung im Deutschen Fußballmuseum und da saß ich dann aber wirklich genau neben dem Original WM-Pokal. Das war keine Kopie. Ja. Und welchen passiven Wert wird das haben? Also kann man das sagen? Kann man das beziffern? Was dieser Wert ist? Da hüten sich die Archäologen immer vor, was zu beziffern, weil das, weil wir dann damit nicht den Markt sozusagen anheizen wollen oder so, wie viel. Die Diebe. Ja, einerseits natürlich die Diebe, aber andererseits dann auch irgendwelche Schatzsucher. Es gibt irgendwie Metallsuch-Leute, die Detektorengänger und die werden. Wenn Sie das jetzt sagen würden, dann würden ab morgen an der Weser überall die Leute nicht mehr entscheiden gehen oder noch. Es gibt die Magnetfischer zum Beispiel, die ganz, ganz cool sagen, sie wollen einfach nur Altmetall aus dem Fluss rausholen, aber viele wollen dann auch einen Schatz finden. Und diese Schatzsucher, die sind so, so enorm und kloppen wirklich überall auf. Wir kriegen fast täglich kriegen wir Anrufe von Leuten, die eben gerne einen Schatz finden wollen und damit die Metalldetektoren, die gibt es teilweise bei Aldi.
wundert noch, dass es nicht bei Rossmann gibt oder sonst wo. Ja. Aber die werden so viel angeboten und Kinder wollen das schon machen und so. Und das ist eben nicht erlaubt sozusagen. Das fällt unter das Denkmalrecht und das darf man eben nicht, ohne bestimmte Kurse zu machen und sich dann wirklich verantwortungsvoll dem zu stellen, nämlich dass man wirklich historische Schätze finden kann. Manchmal eben auch andere Dinge, die explodieren können. Deswegen muss man da die Blindgänger nicht vergessen, Kampfmittel, die man, wenn man dann tief buddelt, auch auf dem Acker, die können natürlich im Flug hin und her gewirbelt sein, alte Brandgranaten oder sonst was, ne? Und deswegen muss man deswegen vorsichtig sein und wir geben deswegen auch keine Werte sozusagen raus, das darf ich eben eigentlich nicht, ja. Und, aber das ist schon viel, einiges wert, richtig viel wert. Ja. Also über 100.000. Ja. Euro. Euro. Pesos. Also. Frau Schier, wie hatten Sie das genannt? Begegnung mit diesen Exponaten? Oder was sagten Sie von? Wie die Reihe hieß, dass Literaten sich mit diesen Funden beschäftigen? Achso, also die Ausstellung heißt Raum für Vermutungen? Vermutung, genau. Das war, also das ist jetzt quasi, der Text ist, das entspricht dem Genre einer Vermutung. Also ich hatte gewissermaßen das Abbilder, die nehmen wir auch zur Verfügung gestellt haben, wusste eigentlich nichts und habe dann angefangen, darüber zu recherchieren und mir vorzustellen, was es mit dieser Kasserole auf sich hat. Die Frau vom baggernden Schmied von der Weser hat es wie meine Großmutter gemacht. Weiß der Kuckuck, wieso die römische Kasserole ausgerechnet zu ihr in die Küche gekommen war, aber sie kochte damit fast ihr halbes Leben. Bei meiner Großmutter aus der Roxeler Künstlerkolonie war es so. Irgendwie kam sie in den Besitz eines Kochtopfs, in dem der Dichter Rainer Maria Rilke kochte, um 1900 herum in Worpswede-Westerwede. Und vermutlich hatte die Frau des Schmieds und meine Großmutter ähnliche Gedanken. Muss so ein Topf nicht eigentlich ins Museum? Die römische Bronzekasserole, von Experten auf die Zeit um Christis Geburt datiert, sieht auf den ersten Blick aus wie ein heutiger Kochtopf. Doch würde man so einen Kochtopf heute gar nicht mehr bekommen. In der Standfläche sind nämlich zarte Furchen mit Kreisornamenten auszumachen. Hier und da gibt es weitere Kreisverzierungen. Und vor allem weist Kasserole einen, wir hörten es, Schwanenkopfbügel auf. Wer kocht schon mit Schwanenkopfbügel? Der Griff, Zitat, der Griff geht in einen Bügel aus, der jederseits in Schwanenköpfe endet, heißt es in einer archäologischen Expertise von 1965, die können Sie noch nicht geschrieben haben. Es gibt ferner ein breites Griffteil mit Eierstab. Sieht man das? Das ist wirklich vor langer Zeit geschrieben. Eierstab? Ja, diese kleinen. Ja, man sieht, Sie können ja mal, ich komme noch weiter mit Details. Es gibt ferner ein breites Griffteil mit Eierstab sowie nach außen begrenzender Perlschnur. Es gibt ein Thyrsos, spricht man das aus? Thyrsos. Obendrein hat der Thyrsos zwei in Kupfer eingelegte Pinienzapfen. Kurzum, nach so einer Kasserole kann man bei Karstadt landen. Wer kennt denn ein Thyrsos, würde man wissen? Wer kennt von Ihnen Thyrsos, was das ist? Also, kennen Sie das, Thyrsos? Ich kenne den Thyrosstab oder den Bacchusstab. Aber das ist eher in der erotischen Literatur verankert. Ja, aber könnte man auch dazu nehmen. Also mal ganz kurz dazu, also Thyrsos Stab, das ist eigentlich das Zepter, was Dionysos oder Bacchus hatte, also der Weingott. Deswegen passt das auch alles mit Wein zusammen. Ah. Wie so Schwäne direkt mit Wein zusammengebracht werden, weiß ich nicht. Aber der Thyrsos Stab, das ist der, mit dem der Weingott herrschte. Und der Pinienzapfen hat er eben am Ende und eigentlich laufen da noch Weinreben drumherum, aber sind da jetzt eben, weil sie so viel geraten, ist nicht richtig zu sehen. Und die Eierstabe sind auch keine Weinreibungen oder sowas. Ja. Es gab ungarische, schwedische und deutsche Experten, die der römischen Kasserole unterschiedliche Formanalysen und Materialuntersuchungen unterzogen. Die einen wiesen auf den Unterschied zwischen den gegossenen Kasserolen und Blechkasserolen hin, andere erklärten, Blechkasserolen seien auch gegossen, allenfalls noch nachgetrieben und man müsse auf den Unterschied dickwandiger sowie dünnwandiger gegossener Kasserolen achten. Ganz abgesehen von der Diskussion der Experten über Form und Beschaffenheit des Schwanenkopfbügels. Kleiner Hinweis des Autors,
dessen Text über die römische Kassarole auf die Corona-Zeit datiert, in der man glaubte, nichts, aber auch nichts würde danach mehr Bestand haben. Überruhigen nun gerade jetzt all diese Untersuchungen der römischen Kassarole zu studieren. Welch wohltuende Ablenkung sich mit Tyrosstäben, Pinienzapfen, Schwanenkopfbügeln und in Gänze mit dick- oder dünnwandigen römischen Blechkasserolen zu beschäftigen. Diese mir vorliegende Weserkasserole hat die Pest überdauert, die spanische Grippe, die Finanzkrise und sie wird auch die Corona-Pandemie, ich bin jetzt geneigt zu sagen, und auch Putin überdauern. Die Experten haben auch herausgefunden, dass die eingravierte Inschrift auf der Rückseite des Griffs der Name des Besitzers führt. Quintus Lucius Tertius, wer das wohl war. Quintus Lucius Tertius, das klingt nach einem römischen Helden, ja, auch Helden brauchten Kochtöpfe. Gehörte Quintus Lucius Tertius zu der römischen, wir haben es besser schon geschildert, zu den Legionen Roms, die im Frühling des Jahres 5 die Region an Weser- und Elbmündung unter ihre, wenn auch nur kurze Kontrolle brachten, gehörte der Besitzer der Kasserole zum Heer des römischen Oberbefehlshaber Tiberius, musste der Besitzer nach einer Schlacht gegen das Volk der Chauken ohne Kasserole flüchten. Chauken siedelten zu beiden Seiten der Wesermündung. Gehörte Quintus Lucius Tertius gar zum Heer des Rachefeldzugs für die verlorene Varusschlacht im Teutoburger Wald, die Jahre 5 nach Christi. Genaueres wissen wir über den Finder der römischen Kasserole. Der Schmied Theodorus Johannes Burgaut fand die Kasserole mit einem Freund 1885 auf einer der Baustellen für die Weserkorrektur, wo sie beide offenbar baggerten. Der Fund war bis zum Rand mit Münzen gefüllt, mit Blech überspannt und mit Drähten verschnürt. Der Freund bekam die Münzen, die seitdem verschwunden sind. Der Schmied nahm die Kasserole und brachte sie nach Hause, vermutlich nach Walle. Dort kochte seine Frau ganze 30 Jahre Früchte darin. Wer weiß, vielleicht schmeckte man im Gelee noch einen Hauch des alten Roms. Beim Rilketopf meiner Großmutter war es auch so. Alles schmeckte nach Herbst, nach Sturm, alten Gesängen und Ewigkeit. Kannst du uns was erzählen, wie du an so einen Text rangehst? Also du hast jetzt gesagt, du hast eigentlich gar nicht so viel Information, hast aber trotzdem offensichtlich sehr gut recherchiert. Aber wie lässt du da deine Gedanken treiben? Naja, ein bisschen Material hatte ich dann ja von Frau Schweinfurt aus dem Museum bekommen. Und ansonsten sitzt man da, ich meine, ich habe ja nicht das Original gehabt, aus guten Gründen, wie wir jetzt gehört haben. Sitzt da so ein bisschen wie Hamlet mit dem toten Schädel und fängt an zu monologisieren, also Monologe zu halten über was es mit einem so macht. So ein wäre natürlich toll, wenn man es wirklich hätte. Aber das ist schon, es war irgendwie wirklich versöhnlich, weil das war gerade, ich glaube, als ich das spielte, ganz gerade mit der Pandemie. 2019, ne? Ich glaube, diese Veranstaltung in Bremen hatten wir so mit, gerade am Beginn der Pandemie. Es war auf jeden Fall, wir waren alle in Angst und Schrecken versetzt. Ein kleiner Zwischenstopp, das ist eine Wanderausstellung, die erst im Hafenmuseum in Bremen war, dann war sie in Bremerhaven und jetzt ist sie hier in Bremerhaven. Genau. Und irgendwie war die Beschäftigung mit dieser Kasserole dann irgendwie doch auch tröstlich, weil man dachte, irgendwie war es doch schön, irgendwie alles, dass so viele Dinge einfach so überdauern. Und wenn man sich jetzt diese Korre hier. Das ist schon enorm, was man sowas einfach halten bleibt. Und dann sehe ich dieses wunderbare Tagebuch 65 geschrieben, der diese Ausgrabung betreute, handgeschrieben, wunderschöne Handschrift. Wahrscheinlich wäre dieses Tagebuch heute, wenn man sich vorstellen würde, der hätte das irgendwie heute in seinem Laptop geschrieben oder in seinem iPhone oder so, das ist ja alles nicht mehr vorhanden. Ja? Also die Ausgrabung, die wir von Schriftstücken, die wir ja wahrscheinlich in 40 Jahren machen werden, wird es gar nicht mehr geben, weil das alles quasi irgendwelche digitalen Wolken sind, die wir gar nicht rankommen. Also auch hier, dass man, auch die Fundstücke werden sich wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, was man noch ausgraben kann aus unserem Jahrhundert an Schriftstücken, weil die einfach, die sind nirgendwo mehr aufgelegen, die sind in irgendwelchen schwarzen Gehäusen, wo man die rauskriegt. Also insofern war diese Beschäftigung auch ein Nachdenken über Zeit und wie sich Zeit Dinge aufheben kann und verwahren kann. Das
Wunderbare bei dem Objekt ist ja auch, dass es so wahnsinnig gut erhalten ist. Also deshalb auch so dieser Reflex, oh, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Man, alle wundern sich vermutlich irgendwie, warum kriegt jemand die Silbermützen und dann jemand dann einen Gebrauchsgegenstand, okay. Aber immerhin praktisch. Man fragt sich, wenn man heute dann irgendwie, oder wenn sie zu dem Zeitpunkt irgendwie andere Sachen gefunden hätten, sowas wie die Kogge, und wenn es irgendwie kleiner ist, dann kann man es ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht als Fundstück identifizieren. Das ist irgendwie, wir gehen alle am Strand spazieren und finden dann irgendwie Holzstückchen, und dann fragt man sich natürlich auch, ist das jetzt eine Planke, ist das irgendetwas, was irgendwo gehört, ist das einfach nur Holz, was irgendjemand ins Wasser gefallen ist? Ich soll sagen, das älteste Schiff, was im Land Bremen gefunden wurde, wurde im Bremerhaven gefunden, und das war 1870, glaube ich, ist das ausgegraben worden, und das war ein schwedisches Schiff, was für die Karlsburg, die ja hier schließlich hier ist, also das ist eine schwedische Gründung in sozusagen Deutschen Reich, die haben eine Stadt hier gründen wollen, die die Wesermündung kontrolliert, und als Handelsstadt sollte das konzipiert werden. Dann kam aber der große Krieg dazwischen, 1680, und dann ist diese Stadt einmal belagert worden, und dann waren noch gar keine Leute da drin, deswegen ist das schnell aufgegeben worden. Aber um diese Stadt zu bauen, mussten die eben die Geste absperren, und dabei haben die eins der eigenen Schiffe versenkt, mit Steinen beladen, und sozusagen als Blockade, damit der Fluss dann eben nicht weiter fließt bzw. umgeleitet werden kann. Und das ist ein paar hundert Jahre später, aber nicht viel hundert Jahre später, von 1680 ist das in die Erde, also ist das versenkt worden, dieses Schiff, und 1870, glaube ich, ist das entdeckt worden. Und ist immerhin damals eine Zeichnung gemacht worden von einem Schiff, aber relativ lieblos, sagen wir mal, aber schon nach Maßen und so. Und danach ist das Schiff als Brandholz eben geendet. Also damit hat man es dann eben vernichtet. Und sowas ist heutzutage eben Gott sei Dank anders. Das ist sozusagen die letzte richtig junge Entdeckung Bremens, oder in Bremen, in Kogge, viel, viel älter und so super erhalten. Und nur das macht eben Mühe, sowas überhaupt auf Dauer zu erhalten. Das ist, man sieht durch die Geschichte, es musste fast 40 Jahre lang, lag es in einer Plörre, sag ich mal, mit Polyethylenglykol, mit der Chemikalie, mit der getränkt wurde. Und auch dachte man, man hätte es jetzt geschafft. Man holt die raus vor 20 Jahren, und dann kommt das erst ins Wanken. Dann verzieht sich alles, und man muss das dann wieder oder dem dann wieder Herr werden. Und das war eben so eine Problematik, die man jetzt erst langsam, damit wird man konfrontiert und muss damit jetzt erst zurechtkommen. Und Holz ist eben. Polyethylenglykol, ich kriege das Wort gerade daran hin, das ist ja eine Chemikalie, die eben in die, auf Dauer eben das Wasser, was in den Poren des Holzes ist, eindringen soll. Es soll das Wasser, womit das jahrhundertelang vollgesogen war, das Holz, sollte eben ersetzt werden durch diese Chemikalie, das wie so ein Kunstharz, womit es dann getränkt wird, aber das geht eben nicht so schnell, und das braucht eben eine gewisse lange Zeit und eine gewisse Temperatur immer wieder, und das muss dann langsam erhöht worden sein, also dieser Anteil, der prozentuale Anteil von dieser Chemikalie, und das hat ewig gedauert. Also 40 Jahre lang lag es eben in so einer riesen Badewanne. Ja, genau, in einer riesen Badewanne. Man konnte das immer hier nur von außen sehen. Viele werden es noch wissen. Ja. Hier, die kennen das noch. Ich weiß gar nicht wann. Und irgendwann dachte man, jetzt ist es getränkt, gesättigt. Jetzt sind die Poren eben dicht mit dieser Chemikalie, und jetzt kann es rausgeholt werden. Wird es dann auch. Nach einigen Jahren zeigte sich nur, man hat die schön hingestellt, und es ging auch, aber da die eben seinerzeit eben gesunken ist, aber auf der Seite gesunken ist und ein Stück dann aus dem Wasser ragt und verrottet ist, war die Unwucht des Schiffes sozusagen so, war dann gar nicht mehr, wie man es haben wollte, also ursprünglich natürlich haben wollte, und dann hat sich alles langsam doch verzogen durch das Gewicht, und damit mussten dann die Museumsleute hier erstmal zurechtkommen, und das ist bis heute eben noch die Problematik. Deswegen sind ja auch also diese Messpunkte und diese Stahlverspannungen dran, weil das eben ein großes Problem ist, jetzt noch das Schiff sozusagen in der alten Form zu halten. Und das eben nicht nur Archäologie, das rausholen, sondern das bewahren. Das ist bei so einem Gefäß Gott sei Dank nicht das Problem bei dem Metall, beim Messing. Das hält quasi für die Ewigkeit, wenn man es nicht einschmelzt. Das wird dann einfach nur gesäubert, oder? Das wird gesäubert, muss dann zwar klimatechnisch, das ist eben auch das Problem, klimatechnisch muss es dann eben konstantes, trockenes Klima haben. Deswegen hätten sie es aber auch nicht, normalerweise nicht rausgeholt, bei den anderen Museen nicht so auf Wanderschaft gegeben. Und sonst wird es eben anlaufen. Aber es wird eben nicht so schaden wie Holz. Das wird man nicht rausgeben. Also Holz, das wird schnell verrotten. Und wenn es mal an der Luft wieder ist und im Wasser war, dann geht das nach ein paar Wochen, sind solche Klafter drin. Man kriegt das richtige Risse, und damit wäre es dann eben hin, und man könnte es gar nicht mehr werten. Man könnte gar nicht mehr erkennen, was es ist. Ja. Das passiert dabei aber nicht, Gott sei Dank. Weitere
Recherchen habe ich irgendwo gelesen, dass du auch Fan von versunkenen Objekten bist. Da fragt sich ja, stellt sich die Frage, also von verschwundenen Objekten, liegt der Reiz eigentlich in so speziellen Gerätschaften? Wir haben drüben vorhin gerade ein Messer gesehen, also Spezialitäten, oder ist eigentlich so der Reiz des Alltäglichen, des Profanen? Also was ist das Besondere an so verschwundenen Objekten? Stand da wirklich, dass ich Fan von versunkenen Objekten bin? Oder schließt du das auf den Roman? Nein, ich hatte es begann so als Sechsjähriger. Da gab es im Garten meiner Tante, die wohnte nämlich, oder bis vor kurzem wohnte die im Haus von Mercedes, berühmtester Malerin. Sie wissen sicherlich, von wem ich spreche. Und das ist jetzt mittlerweile ein Museum. Und Paula, wie sie immer so bei uns im Mercedes nur zärtlich mit Vornamen genannt wird, lebte ja mit ihrem alten Modersohn in diesem Haus. Und meine Tante Uphoff, lebte dort mit ihrem Mann. Und dieser Mann hatte einen Bruder, und das war Karl Emil Uphoff. Und Karl Emil Uphoff war viel, viel älter als der Mann von meiner Tante und hatte das Dritte Reich noch erlebt und war in den 20er Jahren ein arrivierter Expressionist, der auch schon Ausstellungen hatte. Und dann kamen eben die Nazis und die kamen. Borsede war ja Aushängeschild in der Nazi-Zeit, also wurde groß, hofiert von Münchner Ausstellungen 37, Blut und Boden und Scholle und so. Das waren wurden komplett vereinnahmt von den Nationalsozialisten. Das passte einfach. Bäuerische Kultur dort, das flache Land, die Scholle. Und Mackensen war ein glühender Verehrer der Nationalsozialisten. Und Hitler hatte sogar ein Auge auf Mackensen geworfen. Und die waren also hoch dekoriert in der Nazi-Zeit. Alles, was man im Mercede nie lange gerne hören wollte. Deshalb ja auch mein Roman. Und dieser Karl Emil Uphoff wurde dann oberster Kunstzensor in Buxwede und hat quasi seine Kunst, die expressionistisch war, im Garten meiner Tante vergraben. Und die Geschichte haben wir dann irgendwann gehört, dass also diese hoch arrivierte Kunst dieses Expressionisten dort irgendwo versteckt sein muss. Aber der musste die ja verstecken, um sich eine andere Biografie zu schmieden, weil er dann ja seine ganzen Konkurrenten abgehängt hat in Buxwede, also zensiert hat. Und wir haben dann in den 80er Jahren angefangen, den Garten meiner Tante umzuwühlen. Und unter anderem gab es dieses Werk Sechs Frauenköpfe, so expressionistische Skulpturen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass wenn wir uns das Ohr auf das Moor legen, auf den Boden des Gartens, dann würden wir diese Frauen hören. Man könnte die würden uns zurufen. Und so fing ich an, also mit sechs irgendwie, wir haben das nicht gefunden, diese Ausgrabung, angeblich hat irgendjemand ihm einen Streich gespielt und das alles auch selbst rausgeholt und dann vernichtet. Und nach 45 soll mein Onkel dann auch wirklich dieser Bruder meines Onkels versucht haben, sich eine andere Biografie wieder zu schmieden, also zu kreieren und wieder versucht haben, seine alte Kunst zu finden. Also das Moor und die Erde auch als Bewahrer für Geschichte, als Aufhebungsort von Geschichte. Und der Roman knüpft eigentlich an dieses Moment an, dass der Großvater in meinem Roman, der Mann, der durch das Jahrhundert fiel, ein angesehener Bildhauer der Kolonie, eben diese, der ganze Garten steht voller Skulpturen, der war also Bildhauer und hat so große, überlebensgroße Skulpturen gemacht, und der ganze Garten steht, da steht natürlich Rilke, Marlene Dietrich, die Beatles, Willy Brandt, Rodin, die stehen alle halb schon versunken und werden mit großen Seilen an einem Baum festgebunden. Dieses Haus ist überhaupt vom Versinken bedroht und geht bei uns im Norden, versinkt immer alles im Moor. Also auch gerade die Häuser, die haben auch das Fach weg, damit sich das noch ein bisschen verschieben kann. Und als eben dieser Protagonist des Romans diese Trockenlegung im Auftrag seiner Mutter dieses Haus retten soll, wird mit schwerem Gerät wird das Haus wieder auf Grundpfähle gestellt, wie Venedig eigentlich.
Und bei diesen Trockenlegungsarbeiten stoßen sie auf weitere Skulpturen, die bei ihnen im Moor vergraben sind. Und da stoßen sie auf die Reichsbauernführer von Adolf Hitler. Und da gab es zwei, Daré und später den Backe. Und in meiner Romanfantasie war das immer so, dass die halt in, natürlich in Worpswede gewesen sein müssen. Weil wenn schon die Nazis so eine große Rolle, oder die Worpsweder so eine große Rolle bei den Nazis spielten, müssen ja diese Reichsbauernführer eben auch da gewesen sein. Und so hat eben der Roman, diese Romanfigur des Großvaters, diese Reichsbauernführer in Bronze gegossen. Und nach 45 war es eben wie angesagt, wie bei meinem, in umgekehrter Reihenfolge, wie bei meinem Verwandten, hat er die halt ins Moor versenkt. Und die dritte Generation holt die nun hervor und versucht also diese Geschichte zu entsorgen. Und das ist also dieses geschichtliche Slapstick-Moment in dem Roman, dass der da versucht, mit dieser Geschichte des Großvaters umzugehen, der dann auch noch gleichzeitig zum Künstler des Jahrhunderts ausgerufen wird, posthum. Und die Mutter natürlich, die Mutter des Romanprotagonisten, sehr daran interessiert ist, dass dieser Vater jetzt geehrt wird. Selbst ist sie eine alte 68er, aber jetzt tauchen diese Nazi-Skulpturen auf. Jetzt muss der Sohn eben versuchen, diese Geschichte zu entsorgen. Und das ist eben, das hat eben damit zu tun, mit diesem Graben als Sechsjähriger. Das habe ich so viel gehört. Magst du so eine kleine Passage aus dem Buch vorlesen, oder? Das ist jetzt schon in groben Zügen alles skizziert. Ja, ich habe eigentlich in groben Zügen alles skizziert. Also das wäre jetzt einfach nur, wie sie diese Riesenskulpturen. Aber ich kann nachher noch eine Geschichte lesen, dass ich nicht nur im Roman diese Skulpturen ausgegraben habe, also meine Protagonisten, sondern dass ich tatsächlich durch diesen Roman etwas in Worpswede ausgegraben habe, nämlich die Tochter des Reichsbauernführers tauchte plötzlich auf durch den Roman. Also die wirkliche Tochter des Reichsbauernführers lebte in Worpswede, unentdeckt, das wusste niemand. Und die kam dann zu der Lesung, die erste Lesung war in Worpswede, und danach kam meine Frau zu mir und sagte, sie sei die Tochter des Reichsbauernführers. Und es war so, dass dieser Daré nie in Worpswede gewesen war. Es war eine Fiktion, aber die Frau, die Tochter dieses Führers, lebte dort. Und infolgedessen habe ich dann noch ganz andere Kinder der Reichsbauernführer kennengelernt. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also so sind das wirkliche Ausgrabungen gewesen. Ist das so deine Arbeitsweise, dass du sagst, ich brauche einen Grundstock Realität, bevor ich in die Fiktion abtauche? Also ich brauche dann die Basis, auch diesen Rahmen? Naja, in diesem Fall war es natürlich ein biografisches Motiv, diese Anekdote mit dem Garten meiner Tante. Aber das hat mich eben auf diese Metapher Moor gebracht, und dass das Moor eben so viel aufnimmt. Als Kind hatten wir schon immer, es gab so einen Heimatfluss, die Hamme, und dann so einen Nebenarm der Hamme, das ist die Beek. Da sind dann unsere 68er Mütter mal nackt schwimmen gegangen, und wir mussten immer mit. Und dann musste man in dieses Moor steigen. Und man versank irgendwie bis hier. Und wir wussten natürlich, dass unter uns wahrscheinlich Hexen, versenkte Hexen, Napoleons Truppen, sonst was irgendwie liegt. Moorleichen und so. Und natürlich, das war ja so. Und auf diesen starkten wir dann irgendwie rum. Und ich wollte auch noch schwimmen lernen in dieser Beke. Und mir hat man gesagt, wenn ich 30 Züge mache, kriege ich 30 Kugeln Eis und Dolomiti. Und dann habe ich gefällt. Dann habe ich so getan, als ob ich schwimmen bin, aber 30 Meter durch dieses Moor geritten. Nur für diese Eiskugel. Ja. Ich dachte jedes Mal, gleich trete ich auf irgendeinen napoleonischen Soldaten oder auf irgendeine Hexe. Also dieses Moor hatte für mich immer ein Geheimnis. Da frage ich mich dann, wie ist der umgekehrte Fall? Also wenn wir davon ausgehen, du schreibst jetzt rein wissenschaftliche und überlegst jetzt, wie ist dieses Objekt da in die Weser gekommen, wie ist der Weg gewesen, ist das in Italien hergestellt worden, unterwegs, wie viel Literatur, wie viel eigene Ideen darf dann auch ein wissenschaftlicher Text vertragen? Musst du dich da bremsen, wenn du sowas schreibst? Ja, das kommt schon vor. Ich meine, wenn die Theorie dann eben ins Absurde geht, dann muss man sich natürlich dann
schon Fragen aus dem Absichern halt mit Kollegen, wie weit man das noch vertreten kann. Ne? Aber gerade in diesem Fall ein einzelnes Stück hätten, wenn wir nur eins hätten, was dort vorgekommen ist, also 1885 war das erste, was entdeckt wurde. Aber dann bei dieser Weserkreuzung, wo ja, wie gesagt, diese Baggerfahrer, die auf Schiffen dann eben arbeiteten und diesen Fluss ausbaggerten und damals eben nicht so wie heute mit so Radbaggern, die dann immer kreismäßig bei den Baggerschiffen, wo das gar nicht zutage kommen würde. Man würde es gar nicht sehen, also würde wirklich keiner sehen, wenn da römischer Silberschatz plötzlich drauf wäre, ne? Und das wäre gleich weg und dann auf der Schut dann irgendwie an die Wesermündung verklappt worden. Aber in den nächsten Jahrzehnten ist immer mehr gefunden worden an römischen Objekten da. Also vielleicht können wir da vielleicht einmal, ich weiß nicht, wer das hat, gerade in, oder hier ist er, kurz. Also das ist zum Beispiel, sind jetzt die Umzeichnungen von römischem Kochgeschirr, ganz normaler Blecheimer ist das. Das hatte jeder Legionär, und das ist wirklich nur ganz dünnes Blech. Hatte jeder Legionär, wenn man Asterix und Obelix sonst wo kennt, die hatten, liefen auch mit rum, die Legionäre. Und rechts sind diese typischen Fibeln, also die Schmuckstücke, die Broschen, eigentlich nicht Broschen, sondern diese Sicherheitsnadeln, mit denen die Legionäre ihren Umhang befestigten, mit denen die manchmal auch durchs Moor warten mussten, über die Bohlenwege. Und das fand sich dann eben auch dort am Weserufer angeschwemmt, sozusagen durch Erosion, dann mal weggerissen, der Sand. Und das fand sich aber Jahrzehnte später. Und erst dann haben sich die Wissenschaftler was darüber gemacht, Gedanken darüber gemacht. Und da ist auch was ganz Spannendes jetzt nochmal zu sehen, weil da fand sich auch eine römische Schwertscheide oben rechts im Wasser. Und dann spätestens dann kam sie wirklich auf die Idee, dass das mit den Römern zusammenhängen muss. Und mit dem Rachefeldzug von Germanicus, einem Neffen von Tiberius, der römische Kaiser. Und das passt eigentlich alles mit einer Situation zusammen, die 16 nach Christus war. Und vor ein paar Jahren konnte ich selber dann das Ding da unten, was auch gefunden worden ist, da hindeuten. Das ist nämlich ein Bleiablieg mit einer extrem erotischen Szene darauf. Und das ist schon sehr derbe dargestellt, aber das waren die Römer eben auch offensichtlich und es passt sehr gut zu römischen Darstellungen in Lupana, im Bordell, in Pompeji zum Beispiel. Und da ist mal eine echte Sexszene auf einem römischen Bett dargestellt, sehr derb. Und das passt eigentlich auch, dass die sozusagen römisches Pin-Up-Girl oder Pin-Up-Darstellung sozusagen nicht auf dem Spind, aber irgendwie einer hatte sich das dann auch auf seine Holzreisekiste vielleicht mit dran gepinnt und da war ich zuerst auch ein bisschen verdattert, gehört das, ist das wirklich echt römisch, aber es passt wirklich vom Stil her und auch von den von Proportionen, auch von der Darstellung her, passt das sehr gut in die Zeit auch hinein, in diese Glanzzeit der Römer, augusteisch, da ging es richtig los und offensichtlich auch ab. Das hat er sich auf die Reise genommen? Scheinbar, ja, offensichtlich, ja. Wir gehen ja davon aus, dass sie... Nicht geändert. Wer weiß, was gerade sonst so unterwegs ist. Aber die anderen Objekte, die passen eben sehr gut zu Soldaten. Also die Schwertscheide ist klar, das gehört einem römischen Offizier auch. Das Schwert ist leider weg, aber es ist im Wasser gelandet, diese römischen Soldatenfibeln, das römische Kochgeschirr. Und das, was sicherlich einem Offizier gehört, dem Herrn Tertius, das fand sich alles in der ungewöhnten Weser. Und es passt sehr gut dazu, wenn man das von den Zeitgenossen, von diesem Herrn Tertius offensichtlich nimmt, nicht nur Tacitus, sondern auch anderen römischen Schriftstellern, die eben erwähnen, wie Germanicus, dieser römische Feldherr, der eben den Namen schon von seinem Vater Drusus dann eben bekommen hat, er sollte eben Germanien eigentlich ja wieder erobern und wie der nach dieser großen Varusschlacht, von der wir alles bei Karl Grise und so von alles mal was gehört haben, dass der einen Rachefeldzug für die Römer machen sollte. Und er wollte die Germanen sozusagen in die Zange nehmen. Einerseits sind die mit ihren Schiffen über die Zeudersee dann eben bis an die Nordseeküste gekommen und dann per Land haben sich bis an die Weser eben heranmarschiert und wollten dann die Germanen, nicht nur die Cherusker, die damals ja federführend für diese Varus-Niederlage gewesen sind, sondern also auch die anderen damit zusammenarbeitenden Germanenstämme eben bekriegen und die den Widerstand dann eben endlich auflösen, die ja in Art Partisanenkämpfen schließlich gegen die Römer so lange gewonnen haben. Und wir wissen eben durch römischen Schriftsteller, dass
die Flotte eben über die Säudersee, über die Nordseeküste, eben in die Wesermündung hineingefahren ist, 16 nach Christus, und sich dann am Schluss mit den Römern, die per Land den Landweg genommen haben, dann eben verbunden hat. Und es kann eigentlich nur so passen, dass die auch eine Winterpause einlegen mussten. Und das macht man normalerweise immer da, wo die See sozusagen gerade noch Einfluss auf den Fluss hat. Und das ist gerade in Bremen der Fall, wo die Tide auch jetzt noch mal zu relativ hohem Hochwasser führen kann. Und dann hat man sich dort offensichtlich auch, interessanterweise ist das alles an der linken Weserseite gefunden worden. Das passt auch, wenn man römische Denkweise übernimmt, nämlich dass man immer auf der da residieren wollte, sein eigenes Winterfeldlager aufsetzen musste, also sein Flottenlager kurzzeitig nur für einen Winter dort anlegt, nämlich auf der dem Imperium zugewandten Seite, weil da kann man schneller flüchten. Man muss da nicht zusätzlich noch über den Fluss gehen, wenn die Schiffe mit Brandpfeilen dann doch in Brand gesetzt worden sind. Von da aus kann man schneller abhauen. Und deswegen passt das auch sehr gut. Die Seite in Bremen-Seehausen, also auf der linken Weserseeseite, ist das alles gefunden worden. Und das passt dann sehr gut zu der römischen Denke der Militärstrategen, dass man dort, dort eben versuchte, den Winter gut zu überstehen. Und das haben sie offensichtlich wohl geschafft. Aus welchen Gründen, wie gesagt, das dann in die Weser gekommen ist, wissen wir nicht. Man kann vermuten, also ich würde vermuten, dass einer in den Monaten, wo er da ist, dann nicht da an Zeltlagern an Weserufer seinen Schatz dann eben deponiert hat, sodass ihn jeder sehen konnte von seinen Kollegen oder irgendwelchen germanischen Überfällen dann eben in die Hände fallen konnte, sondern dass er den verbuddelt hat. Ganz klassisch, immer in Krisenzeiten oder unsicheren Zeiten vergräbt man sein Eigentum, und genauso wie der Schatz im Moor, die Kunstwerke im Moor, die man teilweise loswerden wollte, teilweise aber eben, wenn die Zeiten sicherer sind, hätte die Kunstwerke wieder bergen können und dann wieder zu Geld machen können in dem Sinne. Und das war ja schon pures Geld und teilweise ja, Gold zwar nicht, aber wertvolles Metall. Das hat der Besitzer sicherlich dann in Ufernähe vergraben und die Weser-Erosion und das Mäandrieren des Flusses hat dann in den nächsten Jahrhunderten eben dafür gesorgt, dass das ins Wasser hinuntergesogen wurde, dass die Weser sozusagen sich das nicht zurückgeholt hat, sondern überhaupt geholt hat. Diese alten Schätze, die eben am Weserufer verteilt waren. Die Römer waren aus welchen Gründen auch immer, er konnte es nicht mehr, ist nicht mehr zurückgekommen. Die wollten wahrscheinlich mit der Flotte denselben Weg wieder zurücknehmen. Und der Quintus Lucius Tertius ist aus welchen Gründen auch immer, Corona wird es nicht gewesen sein, aber aus irgendwelchen Gründen hat er das nicht mehr geschafft, seinen Schatz zu bergen. Und der ist dann irgendwann ins Wasser gefallen mit der Verplombung sozusagen des Silberblechs, was drüber war, ja, und die Weser-Schiff-Baggerfahrer haben es dann eben Jahrhunderte später erst oder fast nicht ganz 2000 Jahre später erst wiedergefunden. Aber das ist eben die Theorie, die wir eben aufstellen. Die kann manchmal, ja, erstmal muss man sich natürlich genauso Gedanken machen, man muss sich genauso gut von der Muse inspirieren lassen. Andererseits dann muss man die Indizien sammeln, die auf sowas eben hinführen. Kollegen, natürlich, die Datierung muss ganz sicher sein, die muss wasserdicht sein, im klarsten Sinne. Wasserdicht muss das sein, den Namen Lucius Tertius, wenn man den bei römischen Schriftstellern wiederfinden würde, wäre natürlich toll. Bei Tacitus, wenn der einen erwähnen würde, ist es leider nicht. Wir wissen nur, Varus und Germanicus und ein paar ganz hochgestellte sind namentlich bekannt, aber er eben leider nicht. Aber dann deuten eben die ganzen Indizien aus einer Zeitepoche darauf hin. Das ist aus Capua, Süditalien sind viele der Soldaten damals gekommen. Wir wissen eben, die Münzen wissen wir leider nicht. Wenn die noch erhalten geblieben wären, wissen wir quasi genau das Jahr, wann das denn in die Erde oder ins Weserufer gekommen ist, wissen wir dadurch leider auch nicht. Aber die anderen Funde, samt auch dieser Sexszene halt, diesen Pin-Up-Girl, sagen wir mal, das passt alles sehr gut in diese Zeitepoche, von denen wir sonst nichts in Bremen haben. Außer aus dieser frühen Zeit haben wir nichts, was irgendwelche Germanen vielleicht mal geklaut haben können, irgendwie aus Rom oder Köln, was damals ja schon römisch war, das alles nicht. Und das deuten wir, bilden wir zu unserem Gedankenkonstrukt zusammen und kommen dann zu dem Schluss, das kann eigentlich nur mit einer bei römischen Schriftstellern überlieferten Flotteneinfahrt in die Weser hinein, eben in die Erde, also beziehungsweise in den Fluss hineingekommen sein. Das bringen wir so zusammen und müssen da die Indizien sammeln und dann die Beweisführung sozusagen schließen und 1000-prozentig kann man es nicht sagen.
Ich finde es schon erstaunlich, dass du, also das hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr so weit geht. Ne? Ich hatte immer gedacht, irgendwie ein wissenschaftlicher Text, der hört dann auf und das ist dann belegt und vielleicht auch ein Querverweis und das ist dann. Aber das ist ja schon klasse, das ist ja im Grunde genommen, eigentlich ist das ja ein Roman, was wir hören, oder? Das ist ja auch eine Geschichte, die irgendwie, ich finde, das sowas muss doch irgendwie ausgeschmückt werden. Ja, ja, ausschmücken will man gerne auch gerne. Ich meine, deswegen, es liegt mir auch eher, das wirklich auszuschmücken, statt jetzt die trockene wissenschaftliche Materie da. Wie schon die anderen Wissenschaftler aus Ungarn und sonst was, ich kenne die ganzen Namen, ich müsste es zitieren oder dieses eigentlich Diskribierende, das heißt also diese Beschreibung von den gesamten Formen und sowas, das ist natürlich wie ein Archäologe eigentlich arbeitet. Die Formen beschreiben das Material und den Fundort ganz genau, die Fundumstände, das ist wie ein Archäologe eben arbeitet, aber dann darüber hinaus die Interpretation, das ist natürlich mein Ziel, nur dadurch, durch diese ganzen Vorschritte kommt man erst dazu, die Geschichte zum Wiedererstehen zu bringen. Und das ist eigentlich meine Intention. Das würde ich natürlich gerne schaffen und dann auch den Normalos sozusagen und nicht nur den Wissenschaftlern da dran Anteil zu lassen haben. Das ist ja einfach auch eine Versinnlichung von Geschichte und insofern auch etwas sehr Lustvolles, denke ich. Und darum auch wahrscheinlich völlig verständlich, dass man dann auch in die Ausmalung der Details geht und sich vorstellt, wem es gehört hat, wie es dahin gekommen ist. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne, neidenswerte Form von Wissenschaft. Das kann ja auch eine Wissenschaft gar nicht so. Ja, man kann sich darauf reduzieren halt, aber das lag mir eben auch nie und da, also da möchte ich auch gerne mehr machen und man darf nicht ins Fantasieren kommen oder sonst was. Also da muss ich dann natürlich die Grenze setzen und sonst würde ich Kollegen dann nur doof angucken. Aber mal zurück zu deinem Roman. Der hat ja sehr viel autobiografische Züge oder sehr viele Grundlagen in deiner eigenen Geschichte so und damit ja dann eben auch in der Realität. Brauchst du das? Brauchst du diesen direkten Bezug? Muss es was bei dir sein? Dass du sagst, die Stücke müssen schon irgendwie drin sein oder war es einfach so ein... Also der Roman hat insofern nur biografisches, dass ich eben aus Worpswede komme und also ich hatte jetzt keinen in der Familie, der irgendwie den Nationalsozialisten derartig zugearbeitet hat, wie das dieser Großvater gemacht hat, aber es gab natürlich schon bei meinen Recherchen, und insofern brauchte ich gerade für diesen Roman die Recherchen, schon war mir schon klar, dass das in Worpswede jetzt nicht unbedingt erstmal gut ankommen würde, dieses Thema. Hat sich auch bewahrheitet. Hat sich auch bewahrheitet. Die Künstlerkolonie war eben sehr ausgerichtet auf den Tourismus und da hatten so diese Gräuelgeschichten über den Nationalsozialismus oder wie sich eben Künstler in der Zeit mit der Macht arrangiert haben oder nicht arrangiert haben. Das waren ja aber zentrale Fragen. Also man sieht es jetzt gerade, es ist immer ein sehr aktuelles Thema, wie jetzt russische Künstler sich gerade positionieren, wie dann Künstler eben selbst auf eigenen Stücken, weil sie sich nicht äußern wollen, ihre Ämter niederlegen, dass sie von Oberbürgermeistern in München rausgeworfen werden, weil sie eben zu enge Verbindungen haben und dieses Thema wird ja immer, das wird es ja immer geben und in Worpswede war das eben für mich spannend, wie sich der ganze Kunstbetrieb dort eben verhalten hat und wie sich überhaupt heute mein Heimatdorf zu dieser Geschichte gestellt hat. Und am Anfang war es so, dass dieser Roman gar nicht verkauft wurde in Worpswede, also gar nicht in den Buchhandlung. Und als dann das Buch immer mehr ins Gespräch kam und die merkt irgendwie, dass es doch wahrscheinlich doch eine sehr liebevolle Auseinandersetzung ist. Also liebevoll ist ja, Auseinandersetzung ist ja immer, dass man sich wirklich dem stellt und ringt und das Buch ist ja voller Liebe für diesen Ort. Aber es ist eben eine Auseinandersetzung und nach und nach hat man sich mit diesem Buch angefreundet und hat dann auch angefangen Aufarbeitung zu machen. Das ist ja 10 Jahre her und es gibt wirklich Studien darüber und der das Buch ist wirklich angekommen dann. Natürlich ist es nicht mehr als eine Zwischennutzung. Nein. Aber es war schon am Anfang so ein bisschen, ich hatte schon so das Buddenbrocks-Gefühl von Thomas Mann, der irgendwie in die Wunde sticht. Und zu deiner Eingangsfrage, Recherche ist immer wichtig, weil sie ist so eine Art, so ein Trampolin, also die Geschichte als Trampolin, von dem man dann abspringen kann und dann verwandelt sich im Sprung quasi Recherche in Fiktion. Das ist immer so ein ganz gut. Das ist auch bei dem neuen Roman so gewesen, der ja viel auch wieder Nazi-Themen, aber eben in Spanien reflektiert. Ich bin ja
morgen nochmal in Bremerhaven und stelle hier den Roman in Bremerhaven vor. Da war es wieder ähnlich, dass also auch durch eigene Recherche wirklich vollkommen irre Themen gefunden habe, die ich durch ohne Recherche nie gefunden hätte. Ja, das ist ein spannender Prozess. Aber ich fände es trotzdem ganz schön, wenn wir jetzt vielleicht eine kleine Passage. Ja, das, ich wollte dann eben, ich hatte mir uns vorhin, weil Sie das schilderten, nur diese Kogge vorgestellt, was man wohl, wenn das jetzt mit der Klimakrise so weitergeht und Robert Habeck die irgendwie nicht in den Griff kriegen sollte, was man wohl über, was man wohl die Weser über die Ufer tritt irgendwann und der Wasserpegel steigt und steigt und steigt, was man wohl in 200, 300, 400 Jahren von unserer Zeit dann finden wird. Ob man dann hier in einem viel größeren Museum irgendwie so dieses Weserstadion vielleicht da nachstellt und sagt, ah, haben wir damals also, welche Bedeutung hat es? Ne? Genau, wie wird es interpretiert? Ja, normalerweise also sakral, religiös, immer ja. Große Tempelanlagen, Weserstadion war ein großer Platz. Ja, die Räderbank von Thomas Schaaf. Da muss er gesessen haben. Ja, interessant. In der Archäologie spielen ja auch Müllkippen eine wichtige Rolle, ja? Also wo Sachen gesammelt wurden und das ist, was weggeworfen wird. Ist es was Bedeutendes? Ist es was Profanes? Das, was ich vorhin gefragt habe, ja. Welche Bedeutung hat welcher Gegenstand? Ist es das Alltägliche? Ist es das irgendwie das Schöne? Ist irgendwie die Kunst, die überdauert? Das sind irgendwie das Erhabene? Welche Funktion hat dieses Messer gehabt? Ja, und das ist auch irgendwie, also ich meine, ich finde das jetzt mal nicht so unbedingt super sexy, aber es ist, es zeigt doch, es hat doch irgendwie auch was Persönliches, dass die Menschen eigentlich so viel anders gar nicht waren. Ne? Und dass sich Dinge sozusagen, dass Menschen immer noch mit dem Mund essen, dass sie immer noch Begehren haben, dass wir bleiben immer irgendwie auch wir. Ja. Und das finde ich schön an diesen Ausgrabungen von Zeilen. Zu sehen, dass. Gemordet wird leider auch immer noch. Gemordet wird leider auch immer noch. Also die Geschichte, wie ich. Also die wirkliche Ausgrabung dieses Romans. Der Text, der ist in dem Band Erinnerung an die Gegenwart erschienen und heißt Fiktion und Wirklichkeit über das Romanhafte. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Genau. Also ich erzähle, wie ich zu diesem Reichsbauernführer da reingekommen bin durch diesen Roman und dass ich am Ende bei dieser Tochter des Reichsbauernführers zum Tee eingeladen war. Man muss dazu sagen, dass mein Roman Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel, in der Künstlerkolonie Worpfede spielt und dass die Hauptfigur im Garten seines Großvaters diese riesige Skulptur von Garé, des ersten Reichsbauernführers von Hitler, findet, was nicht erfreulich ist. Der Reichsbauernführer war nie in Worpfede, das ist Fiktion, aber seine Tochter lebt dort, was ich überhaupt nicht wusste. Das wusste niemand. Und was die Tochter mir dann beim Tee und Butterkuchen mitteilte, hat mich sehr bewegt. Wie sehr ihr diese Fiktion geholfen habe, ihren Vater loszulassen. Also ich habe ihr erzählt, dass sie dann eben nach der Lesung zu mir kam und mir erzählte, was eben dieser Roman mit ihr gemacht hat. Wie sehr ihr der Roman geholfen hat, mit ihrem Vater umzugehen. Wie sehr die Fiktion geholfen hat, ihren Vater loszulassen, abzustoßen und endlich zu begraben. Wie sie das Buch ihrer Schwester in Gießen geschickt habe, mit der sie über 30 Jahre nicht mehr gesprochen habe, weil diese sich jedes kritische Wort über den Vater verbiete. Dann zeigte sie Fotos von früher und ich sah das Gesicht eines Mädchens, an das ich mich erinnern konnte, Maren. Eine meiner Jugendfreunde war in Maren verliebt. Ich vielleicht auch, so viele Mädchen gab es in Worpfede ja nicht. Aber wie hatte ich damals ahnen können, dass sich anhand des Großvaters dieser Maren später das ganze Jahrhundert von hinten aufzäumen würde? Ein paar Tage später ist in Hannover wieder so etwas passiert. Ein älterer Mann kam nach der Lesung und stellte einen Taufbecher auf mein Buch. Wissen Sie, von wem der ist? Von der Reh, dem ersten Bauernführer.
kommen Sie denn zu diesem Becher? Das ist ja verrückt, frage ich. Daré ist mein Patenonkel, sagte er. Ich bin der Sohn vom zweiten Reichsbauernführer, Herbert Backe. Ich war blass. Gegen Backe war Daré ein Lamm. Er wurde von Hitler ausgetauscht, weil Backe konkrete Pläne hatte, wie man den Krieg gegen die Sowjetunion vorbereiten und wie man durch Aushungerung des Ostraums für arischen Lebensraum sorgen konnte. Im Roman wird dieser Nazi-Backe auch ausgegraben. Das wusste aber der Backe so nicht, als er vor mir stand. Er hatte nur in einer Zeitung gelesen, dass sein Patenonkel Daré in dem Roman vorkommt. Mittlerweile bin ich besessen von der Idee, alle Töchter und Söhne der Reichsbauernführer zusammenzuführen und zum Tee einzuladen und zu sehen, wie sich Leben und Funktion mischen. Dann kommt noch ein Nachtrag. Bei einer Lesung in meiner alten Studentenstadt Gießen stand ich vor dem Schuhgeschäft Daré mit im Seltersweg. Also ich habe in Gießen studiert. Und im Seltersweg, ja, da ist auch das Geburtshaus von Büchner. Und da gab es immer dieses Schuhgeschäft Daré. Und da habe ich als Student schon Sportschuhe gekauft. Und nun kam ich zu einer Lesung mit dem Roman nach Gießen in meiner alten Stunde und dachte, es gibt doch nicht dieses Schuhgeschäft Daré. Und dann bin ich reingegangen starrte auf das Schild von dieser Frau, die die Schuhe verkaufte, Daré. Ich beobachte durch das Fenster die alte Schuhverkäuferin mit dem Schild Daré auf ihrem Kittel. Ich könnte wetten, dass sie die Schwester der Daré-Tochter aus Uxwede war. Später habe ich dann wieder diese Frau in Uxwede getroffen, die hat mir gesagt, tatsächlich, das war diese Schuhverkäuferin. Ich hab, das war eine Schwester. Ja, das war die Schwester. Ich habe also als Student bei dieser Tochter Schuhe gekauft. Dann habe ich Maren, das habe ich nicht erzählt, das kam dann später raus. Martin war unsterblich in Maren verliebt. Ich konnte damals schon besser Liebesbriefe schreiben und habe immer Liebesbriefe für ihn, für diese Maren geschrieben. Das heißt, ich habe damals der Enkelin dieses Darés schon Liebesbriefe geschrieben. Und später habe ich dann diesen Großvater erfunden, ohne zu wissen, dass er je in Uxwede war. Und dann kam bei der Lesung die Tochter dieses Reichsbauernführers zu mir und so entpuppte sich dann die ganze Geschichte. Und am Ende kommt dann noch dieser Sohn des zweiten Reichsbauernführers, der wiederum den, als Patenonkel diesen Daré hatte in Hannover zur Lesung. Also das ist völlig verrückt. Also im Grunde genommen hast du eigentlich die, mit deiner Fiktion die Realität vorweggenommen. Was genau. Ja, aber zumindest war es erst die Geschichte, also die Geschichte dieses, die haben ja existiert. Dann habe ich sie fiktionalisiert, dann habe ich durch die Fiktion die Realität wieder angezogen und bin tiefer in die Geschichte wieder eingestiegen. Das Romanhafte und das Fiktionale hat sich irgendwie mit der Wirklichkeit so vermischt. Das fand ich schon erstaunlich. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht nur wissenschaftliche Texte liest, sondern auch Literatur. Klopfst du sowas manchmal dann auch ab beim Lesen? Du hast vorhin Asterix zitiert. Also ist das etwas, wo du sagst, irgendwie haben die gut recherchiert oder nicht? Ja, da finde ich manchmal natürlich noch das Spannendere in die aktuellen Themen oder die Attribute oder sonst was, die dann zutage kommen mit dem heutigen. Das finde ich da spannender, aber dann natürlich schon, wie weit es in Zeichnungen direkt übereinstimmt und sowas. Und dann zum Beispiel mit dem, was fürchten Gallier sozusagen, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, ja. Wo das denn herkommt, das habe ich dann auch mal. Da habe ich dann auch mal nachrecherchiert, also wie die drauf kamen. Und so. Das ist dann auch ganz spannend. Also das, was mich interessiert, aber das kommt zum Beispiel daher, wo sich die Gallier, die sind ja später auch, also eigentlich vor Asterix, also die Vorfahren von denen sind bis nach die heutige Türkei gezogen, plündern und mordend und sowas, und haben sich dann endlich wieder mit der Völkerwanderungszeit, haben die sich den Weg über Olympia, über Griechenland dann eben bis nach über den Bosporus dann ein bisschen in die Türkei gezogen. Also damals war die Türkei ja, also im 3. Jahrhundert vor Christus waren da die Nachfolger von Alexander dem Großen, die sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Also Alexander der Große hat das Perserreich erobert und seine Nachfolger haben sich dann gegenseitig die Köpfe eingeschlagen und haben das nicht mehr alleine geschafft und haben dann eben Söldner rangeholt und die waren gerade in Griechenland, haben dann geplündert und dann haben die Kelten, die Galater, die Gallier rübergeholt. Und dabei haben sich dann derer bedient
Und es ist überliefert, dass vorher mal so eine gallische Gesandtschaft zu Alexander dem Großen, also kurz vorher, gekommen ist. Und da hat er gerade das halbe Perserreich schon erobert, ein Weltreich geschaffen. Und dabei hat er dann die dann gefragt, wovor habt ihr denn eigentlich Angst? Also weil die so als krude Kämpfer und sowas, als Berserker eben bekannt waren. Und dann gucken sich an, das ist überliefert bei Griechischen, beim Dioskurus oder sowas, bei einem griechischen Schriftsteller, und der hat, also der hat überliefert, dass sie gesagt haben, ja, von nichts, ne, außer dass vielleicht der Himmel auf den Kopf fällt. Oder so, ne? Und das haben der Zoo und Puccini haben das dann mit reingenommen, und das kennt dann jeder, diesen Spruch dann. Und sowas, da versuche ich dann auch mal dem auf den Ursprung zu kommen oder auf die Originale zu kommen. Und so. Das ist natürlich schon wichtig, dass man da auch einen Dienst hat, weil das dann eben in einen ganz anderen Zusammenhang zu bringen, das finde ich schon spannend. Was ich auch noch spannend fand, eben mit diesem Nationalsozialismus und sowas, damit komme ich, es gibt ja auch Archäologie der Moderne, und da habe ich in den letzten Monaten, habe ich da viel drüber gemacht, und also habe ich da einiges jedenfalls mal recherchiert, auch über das, was die Nazis dann in die Erde gebracht haben, sozusagen. Also es ist vorgegangen, wenn ich mit einem Fund, den der Kampfmittelräumdienst mir mal gegeben hat. Das waren ganz viele Dolche, Schwerter und sowas, die teilweise aus napoleonischer Zeit stammen, aber teilweise aus dem Ersten und teilweise aus dem Zweiten Weltkrieg. Die hat er in Bremen gefunden, vor der heutigen Hauptpolizeistelle sozusagen, in der Bremer Fahr. Da war ein Löschteich, der längst verschüttet war, und da lagen ganz viele Schwerter drin, Degen, also richtig Parierdegen, also ganz unwahrscheinlich Dinge von Offizieren offensichtlich, mit Leuchtpistolen, und die hat er gefunden, und dann ich mir nicht, wie kommt das denn da rein? Und da bin ich drauf gekommen, das kann eigentlich nur zur Entwaffnung gewesen sein, im Mai 45, als dann die Devise war, wer noch irgendwas Scharfes, irgendwie noch eine Waffe hat, der wird erschossen. Oft sind Bauern in Niedersachsen erschossen worden, weil die noch Schrotflinten hatten und damit erwischt wurden. Und von den Alliierten, und da haben die Offiziere, die letzten, die noch dann in dieser Polizeikaserne, also damals war es noch die offizielle Kaserne, Armeekaserne gewesen, die haben offensichtlich noch irgendeine Ordonnanz durch das Offizierscasino gejagt, und der musste dann auch die alten preußischen Offizierssäbel dann von der Wand nehmen und die Leuchtpistolen, die noch da waren, und hat er dann in eine Kiste gepackt und dann in den Teich geschmissen, und der ist bei der nächsten Bombardierung war der auch zugedeckt, und das haben die dann gefunden. Und darauf habe ich mal überlegt, was wir noch machen, was die Nazis sonst noch in die Erde gepackt haben. Es gibt Wasseropfer, wo Schwerter ins Wasser geworfen wurden, aber das war bestimmt nicht im Löschteich von den Nazis so bedacht. Ne? Aber es gibt ganz viele, nämlich zum Beispiel bei der die entartete Kunst, die kurz vorher noch von den Nazis noch ausgestellt wurde, um zu zeigen, wie entartet das eben gewesen ist. Das passt ja auch ganz gut. Da gibt es in Berlin, neben dem Roten Rathaus, sind Ausgrabungen gemacht worden. Da hat man Bombenkriegshäuser gefunden, Keller. Und dabei hat man in einem Keller eben ganz viele Kunstwerke gefunden, Bronze und Terrakotten, beziehungsweise tönerne Kunstwerke der entarteten Kunst. Und da gibt es noch Fotos von, wie diese Kunstwerke eben, ich kenne die Künstler alle nicht, aber wie die eben von Goebbels, Göring und sonstigen Schergen dann eben bei der Ausstellung die entartete Kunst 43 noch quasi lächerlich gemacht wurden, sozusagen angespuckt wurden. Und da gibt es eben Fotos von, wie die Nazis dann eben sich darüber Späße machen und Witze darüber rissen. Und die Kunstwerke sind dann wirklich da zu sehen, gerade in Vitrinen und sowas. Und die sind dann ausgelagert worden in bestimmten Häusern, und da sind dann die Bomben drauf gefallen und sind dann stockweise in den Untergrund gekommen, nämlich in die Keller der Häuser, die zerbombt waren, und dann ist es zugeschüttet worden, und die hat man dann erst Jahrzehnte später wiedergefunden. Das ist schon ganz spannend, und die sind jetzt eben archäologische Kunstwerke, das ist jetzt Archäologie geworden. Und wie kommt sowas da rein, wenn man die Geschichte kennt mit der Art von Kunst, dass das als Magazin dann eben weggepackt worden ist und das dann zerbombt wurde, ist da reingekommen. Dann habe ich mir überlegt, was gibt es noch? Es gibt ganz viele Hitlerköpfe, die gefunden wurden. Es gibt große Marmorkunstwerke von Hitlerköpfen, die man in Danzig zum Beispiel gefunden hat. Da sind die vergraben worden, kurz nachdem die, oder bevor die Mannschaft, die Nazis raus mussten aus Danzig, also fliehen mussten, haben die nochmal die Hitlerköpfe verbuddelt von großen Künstlern der Zeit, die natürlich ähnlich wie, wie hieß er, von Künstlern eben, dann naja, vorher was anderes gemacht haben, aber zur Nazi-Zeit dann eben lebensecht den Führer dargestellt haben. Und
dort dann im Nationalmuseum war das groß im Innenhof aufgestellt, ein dreimal lebensgroßer Hitlerkopf. Und den haben die dann kurz vor Abzug der Mannschaft dann eben noch im Garten verbuddelt, in der Hoffnung, dass sie ihn wieder aufstellen könnten, wenn sie dann wieder zurückkommen, natürlich nachdem das Reich dann doch gesiegt hat. Ist dann nicht passiert und das haben erst vor einigen Jahren dann eben bei Aufräumarbeiten im Garten des Museums, des Nationalmuseums dort, haben sie dann diesen Kopf gefunden und das ist wichtig, dann den dann wieder aufzustellen, aber mit der richtigen Bezeichnung sozusagen. Ne? Anderswo gibt es dann eben die Damnatio Memoria, das habe ich mal als Kind auch gefunden, das habe ich mit 12 Jahren gefunden. In meinem Heimatkaff, da habe ich nämlich wollte ich eigentlich schon ausgraben und habe das auch gemacht, eigentlich ein mittelalterliches Kloster, was aber zerbombt war, auch dachte ich, mitten in der Innenstadt, schade, und dann kam ich zu diesem Platz, zu der Baustelle, das war eine normale Baustelle, und dabei habe ich da eine große Marmortafel gefunden, diese Marmortafel, schwarzer Marmor war das, und da stand was drauf, was ich nicht lesen konnte, und das habe ich meinem Griechischlehrer damals gezeigt, und das war Hebräisch, und da stand drauf, unter anderem eine Reihe, du sollst nicht töten. Darunter folgt das nächste. Und dann kam raus, das war ein Teil einer Dekalogplatte, also einer 10-Gebote-Platte, die zur Synagoge gehörte, die nur 40 Meter daneben stand und den Krieg auch nicht überlebt hat. Und dann lebten damals auch noch Zeitzeugen und die können einem das wirklich beweisen, wenn Menschen noch leben oder aufgeschrieben haben und haben die Wahrheit geschrieben und nicht sich ihre eigene Fantasie dann nach dem Krieg dann zusammengedichtet, dann kann man wirklich, wirklich zur absoluten Wahrheit kommen, weil da war dann eben, konnten diese Zeitzeugen eben sagen, dass dieses Kloster zum Schluss ein SA-Heim gewesen ist und 40 Meter auf der anderen Seite war eben die Synagoge gewesen und da prangten links und rechts vor dem Portal, vor der Eingangstür, waren eben diese Dekalogplatten, die 10 Gebote, die Moses eben bekommen hat, standen da eingemeißelt auf Hebräisch, standen eben links und rechts der Eingangstür und dann in der Reichspogromnacht, in der Kristallnacht, sind die Nazis dann eben gekommen, die SA gekommen und wollten das Ganze plündern, anzünden und zunichte machen wie in ganz Deutschland. Und das haben sie da eben offensichtlich nicht ganz geschafft, weil da eben ein Schreiner neben wohnte und der hat die dann zusammengestaucht und gesagt, wenn es anzündet, dann hau ich euch tot. Ne? Und dann haben sie dann davon Abstand genommen, aber haben trotzdem die Inneneinrichtung kleingeschlagen und diese großen Tafeln, laut Augenzeugenberichten, damals die noch lebten, in den 80ern, wo ich auch groß geworden bin, haben die dann diese Tafeln mitgenommen, also ausgebrochen und dann im Triumphzug angeblich die 40 Meter rübergeschleppt. Das ist auch eine richtige Ecke gewesen. Ne? Und dann in der SA-Heim dann irgendwie ausgestellt oder dann, da haben wir auf jeden Fall Jahre später, das ist 60 Jahre später dann fast, dann, ne, 40 Jahre später erst, die zerbombten Tafeln dann wiedergefunden. Wer weiß, ob sie absichtlich kaputt gemacht worden sind oder nicht. Aber ich fand das als Kind schon oder als Jugendlicher schon so verblüffend und schon ergreifend, dann genau diesen Schriftzug zu finden, du sollst nicht töten. Und das hat mich immer schon fasziniert. Und das wird jetzt auch ausgestellt, jetzt in der großen Ausstellung in Nordrhein-Westfalen, halt, ne? Aber die über Archäologie der Moderne geht. Aber insofern fand ich das immer wieder spannend, diese nationalsozialistischen Dinge dann zu finden. Mein Opa hat auch noch seinen Adolf Hitler-Dolch, also sein HJ-Dolch ist da auch noch mit ausgebrochenem Hakenkreuz, dann habe ich auch noch zu Hause. Ne? Aber das kann man eben wirklich nur zum Sprechen bringen, wenn man wirklich da noch was findet, was mehr bringt. Ne? Also das fand ich, dieses Archäologie der Moderne ist eben noch was ganz anderes und das kann einem nur dazu dienen, das zu beleuchten. Gerade diese Tafel fand ich mehr, oder ich finde auch, man muss unbedingt KZs nicht ausgraben oder so, aber finde schon hart, wenn man Tausende von Schuhsohlen hat oder Tausende von Koffergriffen. Das finde ich viel ergreifender als sonstige Sachen oder eben natürlich Tagebücher oder direkte Augenzeugenberichte. Aber anders, finde ich, kann man das kaum handeln, solche modernen, also Gräueltaten und sowas zu beleuchten. Und auch die, dass man sich dem anbiedern musste oder nicht. Ja, auch die Archäologen haben sich schuldig gemacht, indem sie da zum Beispiel genauso auf die Scholle da eingegangen sind. Ich habe auch in Briefen gefunden, wie zum Beispiel irgendwelche Landfrauen dem Führer da einen Steinbeil geschenkt haben, was die Archäologen ganz toll fanden. Aber das galt für die Landfrauen dann als dann Hinweis an den Führer, die ihm das zum Erntedankfest geschenkt haben, als Nachweis dann eben, dass sie schon immer auf Erde und Scholle, Blut und Scholle verteidigt haben und dass sie als Bauern dann eben schon immer da waren, dass die Reichsbauernführer
das ist wieder die Connection, also Verbindung, denke ich, zwischen unseren Bereichen, die da auch wieder zutage kommen. Ja, wir haben vorhin in unserem Vorgespräch hast du auch erzählt, dass du bist quasi immer dabei, neue Sachen zu entdecken. Jetzt als letztes in Bremen unter den Arkaden. Was gibt es bei dir zum Abschluss? Was können wir von dir Neues erwarten? Arbeitest du an einem neuen Buch, an einem neuen Stück? Abgesehen davon, dass wir am Sonntag etwas Neues von den Lesern wiederlesen werden. Ja, wie jede Woche. Ich bin an einem neuen Band dran, der Initiator-Band, das war der letzte, das sind immer so Versuche, die letzten Jahre einzusammeln, und das ist ein neuer Leben, der im Herbst rauskommt, der wird heißen Unser kompliziertes Leben, also die letzten Pandemiejahre, und, aber auch natürlich jetzt was in Europa gerade passiert, und ansonsten bin ich an einem neuen Stück, was wahrscheinlich eventuell in Hamburg Vorführung hat. Der Roman kommt auch auf die Bühne. Wahrscheinlich erst nach Hamburg und dann nach Bremen. Sind alle dabei. Ja. Das neue Stück, Muss erst geschrieben werden. Aber das ist keine Auftragsarbeit. Ich habe in einer deiner Kolumnen gelesen, dass du auch schon einen Auftrag hattest. Ich glaube, das war von der bremisch-evangelischen Kirche. Das dann nicht zur Aufführung kam. Nee, das war von der Evangelischen Kirche Deutschland. Ja. Und das ein Lutherstück, das war im Lutherjahr 2017. Und das ist nie zur Aufführung gekommen, weil es der Kirche nicht gefallen hat. Ja, ja, kann man mal sehen, frei der Geist in diesem Land. Ja, ich fand, das ist sehr schön. Jetzt dachte ich gerade für einen Augenblick, oder auch, war das vielleicht auch Fiktion? Nein, das klang so, es las sich so, als wäre es. Nein, es hat dann tatsächlich ein Autor gefordert, dass ich jetzt ein Stück über die katholische Kirche in Bremen schreiben soll. Ja. Okay, und er möchte morgen in der Volkshochschule, ist das richtig, hier in Bremerhaven, liest du aus deinem neuen Roman? Genau. Aus dem aktuellen Roman, sehr schön. Ich hoffe, es ist noch Karten, oder die Bremen gehen. Ja, das ist doch etwas, was ihr voneinander wissen wollt. Oder sonst haben Sie noch Fragen? Vielleicht zu diesem Bleiornament unter ihm, diese erotische Szene. Das ist doch ein Bleiguss, nehme ich an. Also ja, kein Unikat, sondern das ist wahrscheinlich mehrfach gegossen worden. Ja, aber ist das Einzige, was ich überlebt habe bisher. Ja, das was Sie kennen. Also meine Recherchen bisher haben irgendwas noch nicht mehr. Ja, aber ich meine, im Prinzip, wenn so ein Bleiguss hergestellt wird, dann wird es doch nicht als Massenware, aber eben doch mehrfach. Ja, kann natürlich erhalten sein. Gibt es manchmal, gerade bei den Arkaden haben wir gerade schon gesprochen, da diese Ufermauer, die wir da haben. In Bremen haben wir viele Dinge gefunden, die es anderswo schon mal gab, im Mittelalter wieder schon vorher in Vorbildern gab, aber das ist bisher einmalig sozusagen. Diese römische Schwertscheide ist auch vom Offizier, aber hier gibt es auch nur ein paar von, die erhalten sind überhaupt. Aber diese Szene da, die Szene an sich ist normal auf römischen Wandgemälden, Pompeji oder sowas, wenn man das kennt, aber so in Blei und das war offensichtlich auch irgendwie aufgenietet. Ist es die Stücke im Verkauf jetzt zu sehen? Nee, nicht zu sehen. Der hat bestimmt eine gute Auflage, aber haben die Besitzer eben nicht verloren. Ja, genau. Gab in Neapel gab es ja auch dieses Cabinetto Secreto. Da gab es ja die ganzen erotischen Objekte, die bei den Ausgraben am Besuch sozusagen gefunden wurden. Und da durfte man ja Jahrzehnte nicht rein, durften nur ausgewählte, Jahrzehnte, Jahrhunderte durften die Leute nicht rein, nur ausgewählte Kleriker und Adlige durften da rein. Ja. Natürlich dann ihre Schande dann da rüber auszulassen, aber das reine Interesse war natürlich wahrscheinlich doch auch noch anders geartet. Ja. Wisst du da, wie funktioniert das, wenn eine Arkade gebaut wird? Wirst du dann automatisch gerufen oder stürzt du dann hin und sagst, hey, das ist da leider besonders unangenehm gelaufen, weil wir nicht ahnen, das ist eine, für die Arkaden nicht kennen, das ist neben der großen Weserbrücke, der Wilhelm-Kaisen-Brücke, ist das eine große Ufermauer, die mit Bögen an einem Bogengang davor gebaut wurde, in den 80er Jahren, letztes Jahrhundert. Und das sackt jetzt im Rahmen des Klimawandels, weil die Pfähle darunter, auf denen das Ganze steht, wie Venedig, wie
Buxwede, dann eben ins Wasser ab. Und deswegen musste das konsolidiert werden. Das heißt, diese Pfähle mussten ersetzt werden durch Beton. Aber ein Kollege dachte leider, da würden Bohrungen einfach rein in Fundamente und das nach hinten verankert werden. Und deswegen hatte der nicht mitgekriegt, dass der Boden darunter ausgetauscht wurde. Und das wurde dann segmentweise unter jedem dieser Bögen, wurde dann ein Stück Erde rausgenommen, also 2-3 Meter tief und dann 2 Meter in die Erde, also unter das Gebäude drunter, ausgetauscht und immer 5 Meter weiter der nächste Block und dann immer so weiter in einem Stück, damit das nicht auf einmal doch absackt. Und dabei kam unendlich viel Erde logischerweise raus, aber aus den Jahrhunderten 14. bis 15. bis 16. Jahrhundert kamen unendlich viele Münzen, Pilgerzeichen, Dolche und gerade aus dieser Epoche, was hier zur Zeit der Kogge gehört. Wir haben auch so einen Dolch, wie er hier ausgestellt ist, diese Kalfaterklammern von der Kogge, Bestandteile von Koggen haben wir gefunden. Alles Mögliche, was da raus ist. Und Pilgerzeichen, die darauf hindeuten, dass die Leute dort angelandet sind von ihren Pilgerreisen nach Santiago oder auch die Weser runter nach Brandenburg zum Beispiel, nach Wilsnack, all solche Orte sind dann nachgewiesen und ganz viele römische nicht, aber mittelalterliche Münzen haben wir dort gefunden und da recherchiere ich jetzt gerade auch nach, versuche das aufzuarbeiten. Was ich besonders toll fand, ist der Deckel von einer Hostiendose, nur eine kleine Dose aus Zinn, wo Darstellungen drauf sind, Maria, wie ihr die frohe Botschaft verkündet wird und die Heiligen Drei Könige sind darauf dargestellt, aus dem 14. Jahrhundert. Und da recherchiere ich jetzt ganz aktuell, wo denn sich Vergleiche dazu finden. Da habe ich gerade Erfolge gehabt im British Museum, finde ich gut. Da ist es nämlich genau identisch, weil das ein Bleizinn ist, genauso eine Darstellung, genau das gleiche, ist dasselbe Model offensichtlich, dieselbe Form, finde ich da im British Museum und im Musée Cluny in Paris. Habe ich Vergleiche dazu gefunden und hoffe, dass ich da darüber arbeiten kann und die Herkunft und wieso das beides mal in der Seine und in der Themse gelandet, bei uns in der Weser, wieso das im Wasser landet, da sind wir wieder bei einem fiktiven Moment, wo ich dann noch nicht weiß, was da der Sinn sein kann, ob das kultisch ist, was Archäologen immer gerne machen, das zu Kult zu deklarieren, also dass wir, wenn wir nicht weiter wissen, die Archäologen, dann machen wir immer, dass es entweder ein Grab oder ein kultischer Grund ist, das ins Wasser geworfen worden oder man hat es weggeschmissen, obwohl man es gar nicht wollte oder eigentlich das wertvoll ist. Und das ist wirklich etwas, was wir immer, also was jahrzehntelang Archäologen nutzen, den Kultgedanken, also irgendwas mit Religion zusammenhängt, ist immer mystisch. Alles, was im Moor ist, ist mit Absicht da reingekommen, ist es also oder entsorgt worden, ne, wie manche Köpfe, manche Kunstfiguren oder dann aus Versehen und sollte eigentlich gar nicht, ist im Moor versunken und wollte schließlich gar nicht da rein, die Opferleiche, oder ist der entsorgt worden dort, war es eine Bestrafung? All diese Möglichkeiten muss man eigentlich aufzählen und dann das Wahrscheinlichste raussuchen und so versuche ich es da dann auch rauszukriegen, aber so muss man dann eben langsam sich da rantasten, aber eine endgültige Interpretation kann nie bewiesen werden oder nur im seltensten Fall. Und deswegen ist das immer nur eine Annäherung an den Ist-Fall. Ich sehe schon, wir haben uns vor anderthalb Jahren das letzte Mal getroffen, weil ich müsste das in 2 Jahren dann wieder machen. Dann sehen wir, wie weit ihr beide seid. Ja, ich hoffe, dass wir keine weiteren Fragen haben. Dann herzlichen Dank an euch beide. Ja. Schön, dass wir gekommen sind. Und, danke, willkommen. Sehr spannend.